Ökotest hat 16 Kakaopulver getestet. Keines der Produkte erhielt eine bessere Note als befriedigend. Nesquik von Nestlé und der Caribou Biotrink Kakao von Wertform wurden mit ungenügend bewertet. Der Grund: Sie enthalten zu viel Zucker und Schadstoffe. Außerdem fehlt es an Transparenz. Ökotest hatte die Hersteller im Hinblick auf fairen Handel unter anderem zu den Lieferketten und Anbaubedingungen befragt. In 7 Produkten konnte das Labor Mineralölbestandteile nachweisen. Diese reichern sich im menschlichen Fettgewebe und der Leber an. Am besten schnitten der Ja-Kakao-Drink von Rewe und der Chokwik von Penny ab. Sie erhielten die Gesamtnote befriedigend.